Ja, moin moin, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Neues aus Thalheim. Bei einem regnerischen Tag habe ich euch heute mal zwei Schönheiten rausgebuddelt, die jetzt zwar nicht von der DB sind, aber von der SBB, nämlich zwei wunderschöne Krokodile. Ich werde euch jetzt erstmal ein bisschen was zu der Lokomotive sagen. Und dann noch mal ein kleines Fahrvideo zeigen. Mit der Elektrifizierung der Gotthardbahn um 1920 ließ die SBB neue schwere Gelenklokomotiven für diese steile, kurvige Strecke entwickeln. Die charakteristische Form dieser Maschine mit den langen, flachen Vorbauten gab ihnen den legendären Namen Krokodil. Ja, ich finde, den hat sie auch zu Recht verdient. Als Höhepunkt der Entwicklung wurde 1926 der Typ CE 6-83 in Dienst gestellt, mit vier Motoren und 1800 kW Leistung sowie dem Strickstangenantrieb, wurde die braun lackierte Lokomotive für eine Geschwindigkeit von 65 km/h zugelassen. Ja, hier haben wir sie in Braun. 1953 wurde nach Umbau des Motors die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 75 erhöht und damit die Bezeichnung des Krokodils in BE683 geändert. In den Vorjahren waren die Maschinen bereits in der neuen grünen SBB-Farbgebung umlackiert worden. Also hier sehen wir einmal das braune Krokodil in seiner Ursprungsform, in der Ursprungslackierung und da oben eben in der Grünlackierung. Jo, nun habt ihr zu der Lokomotive auch ein bisschen was lernen können. Hoffe ich doch jedenfalls, dass euch das auch ein bisschen interessiert hat und ich euch damit nicht gelangweilt habe. Und jetzt kommt noch ein kleines kurzes Fahrvideo. Also, viel Vergnügen, bis dann. Ja, die braune hat im Moment nur ein LDW-Thumbstick-Ruder drinnen, ohne Lastregelung. Deshalb fährt sie, lässt sie sich von der Geschwindigkeit her schlechter kontrollieren als die grüne. Ich bin echt noch am Überlegen, ob ich den Thumbstick-Ruder aus der braunen rausschmeiße und da ein HLA einbaue. Aber da gibt es erstmal andere Projekte. Man kann ja auch nicht alles haben, nicht? Jedenfalls nicht alles sofort. Ich lasse heute nur mal die beiden Züge einzeln fahren, damit ihr die auch mal richtig genießen könnt. Weil ich finde, das ist einfach nur eine wunderschöne Lokomotive. Und nun halte ich auch meine Klappe.
Jo, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und munter. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.